Hallo, mein lieber Stier, und auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Stier, herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir schauen uns heute deine Energie an. Wir schauen uns an, was durchkommt, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen. Lieber Stier, denk daran, das ist eine allgemeine wie auch eine zeitlose Legung. Das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Lieber Stier, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Stier, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen und zu hören? Lieber Stier, wo darfst du hinschauen? Lieber Stier, wo darfst du hinschauen? Lieber Stier. Hier haben wir das Stopp, das nehmen wir. Wir haben Läuterung, Weltseele und Wächterin. Ui, das gefällt mir sehr, sehr spannend. Lieber Stier, ich sehe, dass du, ich habe auch vor allem Monat November war, dass du im November wahrscheinlich irgendeine Antwort finden wirst oder irgendetwas scheint sich zu klären oder sich wie zu ergeben. Es kann, falls du in der letzten Zeit viele Fragezeichen hattest oder irgendein Thema, könnte es sein, dass du wie eine Art Antwort für dich auch findest im November. Also etwas scheint sich hier dir zu zeigen, irgendeine Art von Klarheit, wie etwas ist. Ich sehe aber auch hier, vor allem wenn du dich mit dem Thema Spiritualität beschäftigst, sehe ich hier ganz stark das dritte Auge, was ich öffnen möchte. Ich sehe hier ganz, ganz stark, dass ich bei dir irgendetwas öffnen möchte. Also falls du dich für das Thema Hellsinne interessierst, ist jetzt wirklich auch eine gute Zeit, das Thema vielleicht näher anzugehen, vielleicht auch wirklich an der Aktivierung von deinen Hellsinnen auch zu arbeiten, dass dein Bewusstsein sich so ein bisschen erweitern kann. Weil ich sehe hier wirklich, dass jemand auch Bilder bekommt, vielleicht auch, es kann auch sein mit dem offenen Auge, dass du plötzlich ein Bild hast. Und das ist eben ein Zeichen, dass sich hier bei dir etwas tut. Das kann sich auch in Form von einem Gefühl zeigen oder auch Impuls. Oder eben Träume. Falls du eben das Auge oder den Drachen siehst in deinen Träumen oder einen Fuchs, ist das ein Zeichen, dass du dich mehr in diesem Bereich fokussieren solltest, also auf diese Bewusstseinserweiterung, dich vielleicht auch mehr mit der geistigen Welt beschäftigen darfst. Ich sehe hier auch, falls du jetzt sagst, es ist gar nicht mein Thema oder nicht jede Person möchte an den Hellsinnen arbeiten, das ist mir natürlich schon klar. Ich sehe hier auch, dass ich habe das Gefühl, irgendein Krafttier scheint bei dir zu sein. Wie ein Glücksdrache habe ich das Gefühl, irgendetwas ist bei dir und hilft dir. Also falls du eine Anwesenheit merkst, das kann sich zeigen in Form von, dass deine Haut kribbelt oder dass du plötzlich Gänsehaut bekommst oder dass der Kopf so kribbelt, es gibt verschiedene Anzeichen, dann bitte um Unterstützung, wenn du irgendein Thema hast. Also ich sehe hier wirklich, dass etwas, dass jemand bei dir ist und auf dich Acht gibt. Es kann eben sein, dass du auch Zeichen bekommst. Eventuell könnte das Thema Ausland oder Wissen aus dem Ausland sehr, sehr wichtig sein. Wissen aus dem Ausland, vor allem auch spirituelles Wissen, nehme ich hier ganz stark wahr, lieber Stier. Ja, ganz, ganz stark wahr. Vor allem, wenn du also es trifft generell zu, aber vor allem diejenigen, die am 21. oder am 22. Geburtstag haben. Sehe ich hier das Thema, oder auch, ja nein, die 21 nehme ich ganz stark wahr.
Oder wenn du die Zahl 21 viel siehst, könnte das ein Indiz dafür sein, dass du dich näher zum Thema Ausland oder mit dem Thema Ausland beschäftigen solltest. Sei das fremde Kulturen, Wissen aus dem Ausland erlangen oder vielleicht ist eine Reise sehr wichtig. Aber schauen wir mal weiter, lieber Stier. Also ich sehe eben, dass du beschützt bist, dass sich dir etwas zeigt. Du musst einfach nur hinschauen. Was ist dein Hauptthema? Ja, ich sehe hier eine Art Blockade. Ich denke, darum bist du vor allem momentan sehr, also wir sind ja alle begleitet, aber ich nehme wahr, dass momentan deine Seelenbegleiter ein bisschen näher bei dir sind als sonst, weil es so scheint, dass du wie den Weg nicht siehst oder irgendetwas siehst du nicht und du läufst Gefahr, dass du in eine Art Sackgasse hineinläufst, weil du wie etwas nicht siehst. Also hier ganz stark in die Achtsamkeit gehen. Es kann sein, dass du eben Zeichen bekommst, verschiedene Chancen deinen Weg kreuzen, aber du nimmst sie null wahr. Oft ist es so, also ich spreche jetzt aus Erfahrungen, warum wir Chancen nicht wahrnehmen. Es hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist, dass unser Kopf rattert. Ratter, 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 ratter und dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Also wirklich, dass uns wie diese Erdung fehlt, dass wir so stark im Kopf sind und dass das wie ein Karussell hin und her läuft. Darum ganz wichtig, wenn du das merkst, dass du das hast, Meditation. Leere deinen Geist, damit du auch wieder Platz hast, um Zeichen zu empfangen. Das andere, was auch blockieren könnte, dass wir Chancen nicht erkennen oder Zeichen, dass wir zu stur sind, dass wir wie festgefahren sind in einer Vorstellung, wie ein Weg auszuschauen hat oder wie ein Zeichen ausschauen soll. Wir haben eine klare Vorstellung, so muss es ausschauen, nicht anders. Aber das ist das Ego, das ist das Nicht-Selbst. Das hat nichts mit dem Inneren zu tun, weil das Innere ist offen, erkennt, fühlt Chancen. Und das kann auch sein, dass wir zu stur an einer Vorstellung oder an einer Erwartung festhalten. Und denkt daran, Chancen haben extrem viele Arten, sich zu präsentieren. Darum ist es ganz wichtig, dass du offen bleibst, weil hier scheint eine Art Hindernis zu sein, welches aber nicht echt ist, welches du dir eigentlich selbst erschaffen hast. Vielleicht das Thema Geld, vielleicht hast du das Gefühl, du kannst nie zu Geld kommen. Das sehe ich manchmal auch, dass viele sagen, sie haben kein Geld, aber oder sie können die Rechnungen nicht zahlen. Wenn ich dann frage, ja, was machst du denn, dass du zu mehr Geld kommst? Ja, dann wird meistens nichts gemacht. Also man tut gar nichts dagegen. Und klar kosten Dinge etwas, aber es gibt auch heutzutage viele kostenlose Möglichkeiten, auch im Internet Geld zu verdienen. Und hier muss man aber natürlich sich informieren, die Zeit aufwenden, aber viele wollen sich eben diese Zeit gar nicht nehmen, wollen gar nicht auf die Suche gehen nach Optionen. Man hat wie eine Vorstellung, ich kann mir nichts leisten, Punkt. Das ist eben diese sture Vorstellung. Und erfahrungsgemäß sind es eben diese zwei Dinge, dass wir an einer sturen, an einer Vorstellung, an einem Glaubenssatz so stur festhalten und es nicht merken und uns eigentlich selbst ein Bein stellen. Oder es ist der volle Kopf. Schauen wir mal, Acht der Schwerter. Ja, hier sind auch Ängste, Triggerpunkte, die dich auch von etwas zurückhalten. Vielleicht auch von einer Weltreise oder von etwas, irgendeinem Thema. Was ist der Stolperstein? Ja, du gehst zu wenig nach dem Herzen. Es kann auch sein, dass es auch um eine Entscheidung geht zwischen zwei Welten, sage ich immer gerne, der Welt der Versuchung und der Welt des Herzens. Für welche Welt entscheidest du dich? Aber hier ist eine Blockade. Man fühlt es wie nicht mehr, was man wirklich will. Man geht vielleicht einfach der Verlockung nach. Das ist wie, wenn du zum Beispiel bei einem Arbeitsort bleibst, obwohl dir der Arbeitsort oder die Tätigkeit überhaupt nicht gut tut. Und dann kommt der Chef und gibt dir eine Beförderung und du nimmst sie an, weil du einfach das Geld möchtest.
Aber dafür verkaufst du wie deine Seele. Weißt du, wie ich meine? Du bist todunglücklich in dir drin, aber dein Kopf sagt, nein, das ist eine gute Chance, das ist Status, das ist Geld, ich gehe dem nach. Aber eigentlich erfüllt es dich gar nicht. Und es könnte so eine Situation sein, das war jetzt nur ein Beispiel, was ich genannt habe. Es kann auch eine Entscheidung sein zwischen zwei Personen. Vielleicht bist du schon länger verheiratet und das Gleiche, die Liebe ist schon lange weg. Man tut sich einander vielleicht nicht gut. Man ist nur noch zusammen, weil es sich so gehört. Weil man ja so viel Zeit investiert hat und jetzt kommt die große Liebe. Was tust du? Bleibst du dort, wo du bist, weil es sich so gehört? Oder bist du ehrlich zu dir und zu deinem Gegenüber natürlich? Und folgst deinem Herzen? Es sind solche Situationen, könnten hier kommen, wo dich so ein bisschen herausfordern. Also das Universum scheint dich wie jetzt ein bisschen zu herauszufordern, zu erkennen, was möchtest du wirklich? Hier ist auch eine Sabotage-Energie, eben diese Selbstsabotage, vielleicht auch Selbstlüge. Schauen wir mal, die Liebenden. Ja, hier ist ein riesiger Weckruf. Es scheint, dass du ganz viele Zeichen bekommst bezüglich irgendeines einen Weg, der zu dir gehört, der dich auch richtig, also stark erfüllt, irgendeine Richtung oder ein Mensch. Aber es sind sehr starke Hemmungen da, Ängste. Schauen wir mal weiter. Was kommt sonst noch? Stier. Oha, Ritter der Schwerter. Spannend. Schauen wir mal weiter. Ja, hier sind die Ängste. Aber du fühlst es schon. Also fühlst die Königin der Stäbe, dieses innere Feuer. Hier liegt irgendein inneres Feuer. Aber hier scheint dich etwas zu verunsichern. Vielleicht, ob du etwas schaffst, ob du gut genug bist, ob du damit Geld verdienen kannst oder ob diese Verbindung stabil genug ist. Schauen wir mal, hier haben wir also Luftenergie ganz stark, Zwillingenergie und Feuerenergie. Und ich sehe hier Königin der Stäbe, vielleicht hast du mit einem Feuerzeichen zu tun, aber hier geht es wirklich auch vielleicht um das Thema Unternehmertum, Passion leben, sich wohlfühlen im eigenen Körper, sich wohlfühlen in der Welt. Also hier wirklich dieses Feuer. Königin der Stäbe hat dieses Schöpferische, diese Schöpferkraft und die lebt das auch. Und das haben wir ja alle in uns, aber die meisten leben es nicht. Königin der Stäbe, schauen wir mal, warum? Ja, es geht um die Balance. Ich sehe, dass du versuchst, etwas unter einen Hut zu kriegen. Ritter der Schwerter. Aber Ritter der Schwerter verunsichert dich. Warum Ritter der Schwerter? Warum nein der Schwerter? Ja, das ist interessant. Ich lege schnell die kleinen Karten hin, dann komme ich gleich dazu, was ich da sehe. Ich musste schnell bei beiden Karten schauen, damit ich ein besseres Bild habe, weil es fühlt sich so an, als wären die zwei miteinander verknüpft. Und das ist so wie separat, das ist so wie abgekapselt. Das ist so ein bisschen dein wahres Sein, wo du hin möchtest, habe ich das Gefühl. Du möchtest zur Königin der Stäbe werden. Dieses innere Feuer. Aber ich sehe, dass hier eine Art, es könnte eine Nachricht sein, oder eine Person kommt zu dir mit einer Botschaft. Diese Botschaft könnte zu einer Entscheidung führen. Es könnte ganz stark auch um das Thema Geld gehen oder um eine, der Magier kann auch darauf hindeuten, eine neue Fähigkeit vielleicht zu erlernen oder eben jetzt umzusetzen. Aber ich sehe hier Sorgen. Vielleicht hast du Sorgen, ob du der Verantwortung gewachsen bist, ob du das Gleichgewicht wahren kannst. Ich sehe auch, dass jemand mit dem Thema Kündigung auch ab und zu spielt. Ob man das wirklich möchte, ob das zu seinem Weg gehört. Jungfrau-Energie, Waage-Energie haben wir hier auch noch. Also hier zweifelt jemand daran, ob man diese Fähigkeiten zu
hat oder diese nutzen kann. Ich sehe aber auch, wenn du das Thema Liebe hast, dass jemand zweifelt, ob man in der Verbindung bleiben soll oder nicht lieber Single sein soll. Das ist das eine, was ich wahrnehme. Oder wenn es um eine Verbindung geht, dass hier ist eine Art Ungleichgewicht. Das könnte aber auch mit dem Thema Arbeit zu tun haben und Finanzen, weil wir hier eben 9 der Münzen haben und Ritter der Münzen und die Königin der Stäbe. Dass irgendein Arbeitsthema auch die Beziehung belasten könnte. Also hier scheint jemand sehr stark verunsichert zu sein, weil dieser Ritter der Schwerter plötzlich kommt. Also plötzlich kann es sein, dass du irgendeine Aufgabe übernehmen musst bei der Arbeit, wo du vielleicht die Fähigkeiten gar noch nicht erlernt hast oder erst dran bist, das zu erlernen. Oder es passiert etwas und es triggert dich. Und dann spielst du mit dem Gedanken, vielleicht eben in die Selbstständigkeit zu gehen oder den Job zu kündigen, dich mehr zu entfalten. Hier geht es eben, du möchtest dich entfalten, aber du bist dir nicht sicher, ob diese Nachricht zu dieser Entfaltungsenergie passt. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Oh, Ass der Kelche. Nimm die große Chance an. Wenn sich die Chance, ich weiß jetzt nicht, ob man das Bohren hört, mein Nachbar bohrt, wenn sich die Chance wirklich gut anfühlt, wenn du ganz, ganz ehrlich bist zu dir selbst, egal was jetzt passieren könnte, also nicht jetzt die Dinge zerdenken, dann nimm sie an. Wenn sich das wirklich gut anfühlt, wenn du ganz ehrlich bist, eigentlich wirklich möchtest, jetzt unabhängig davon, ob du es kannst oder nicht, weil alles kann man lernen, nimm es an. Falls du Single bist, sehe ich hier eine große Chance für Liebe. Folge der Liebe. Wehr dich nicht dagegen. Was ist im Schatten? Ja, kann sein, dass hier eine Auflösung kommt von einem Vertrag, beruflich gesehen. Siehst du jetzt vielleicht nicht kommen, damit du diese Chance annehmen kannst. Also hier könnte eine Art Chance kommen, aber dafür musst du ein bisschen mutig sein und dich von einem Vertrag lösen. Dich vom Ungleichgewicht lösen. Also hier ist eine Art noch Ungleichgewicht vorhanden. Es ist im Schatten, aber es wird nicht betrachtet. Es wird nicht wahrgenommen. Darum sind auch deine Seelenbegleiter so nah bei dir. Du siehst es nicht. Hier ist ein gewaltiges Ungleichgewicht gerade da, aber es wird null wahrgenommen. Ungleichgewicht entweder bei der Beziehung, Arbeit, vielleicht auch Thema Gesundheit, was auch immer. Löse dich vom Ungleichgewicht. Erkenne, was ist das Ungleichgewicht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das führt dich eben zu dieser Sackgasse, ohne dass du es merkst. Dieses Ungleichgewicht. Dieser kann auch eben ein Glaubenssatz sein, was dich zurückhält bei der Entfaltung deinem wahren Sein. Ja, mein lieber Stier, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.